Knarz und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, ich habe mal ein bisschen geguckt und tatsächlich, wir hatten diese Seemotte schon. Und ja, tut mir leid, aber ist ja nicht so schlimm. Es war ja auch ein längeres Päuschen. Jetzt frage ich mich gerade, wo ist die Station? Hier ist die Station. Ist die Seemotte denn noch da? Die hatte ich hier geparkt gehabt übrigens. Ja, da ist sie. Juhu. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch Energiezellen und so. Ich würde gerne mit der Seemotte ein bisschen rumcruisen und ein wenig von diesem Diamant sammeln. Oder lass mich mal eben kurz gucken. Wir haben ja noch ein, wie heißt denn also schön? Welcome aboard, Captain. Ja. Wir haben ja, glaube ich, noch eine Aufzeichnung, ne, bekommen. Genau, wenig Lebensformen anzeigen in dieser Region. Der radioaktive Niederschlag der Auroren wird verheerende Auswirkungen auf das fremde Ökosystem haben, wenn er nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden eingedämmt wird. Datenbank, Baupläne, Ausrüstung, Schubkanone, ja. Und Lebensform, Pflanzen, Meer und Rotwiege. Eine komplexe, in Höhlen ansässige Pflanzenart. Der leuchtende gelbe Kern ist von einem stabilen Käfig umgeben, der vermutlich der Abwehr mittelgroßer Fressfeinde dient. Okay. Mit dieser Erzählerstimme immer. Hallo, mein Name ist Peter Lustig. So, die Schubkanone. Was haben wir denn noch? Ach so, ja. Leichte Tauchflasche. Das müssen wir auf jeden Fall noch finden. Zyklopen... Was? Zyklop-Brückenbauplan. Okay. Ja. Was haben wir hier noch? Batterieladestation haben wir ja. Jetzt können wir bauen. Da sollten wir vielleicht mal schauen, was die braucht. Das wäre natürlich super. Aber wahrscheinlich brauchen wir dann auch mehr Energie, was ich mir vorstellen könnte. So, die Batterieladestation. Wo ist denn die? Beziehungsweise, wo stellen wir die denn her? Stellen wir die einfach mit dem Dings her? Warte mal. Wo haben wir das Tastteilchen? Was haben wir hier, ne? Hallo? Ich würde das gerne einmal hier auf die... Achso. Einmal auf die 4, bitte. Nein, auf die 4. So. Tatsächlich, hier ist das. Okay, wir wollen Titan, haben wir. Kupferdraht, Kabelsatz. Kriegen wir, glaube ich, hin. Und wir haben sogar einen Stuhl. Ah, irre. Kabelsatz. Ich frage mich, wie man den Rumpf verstärkt. Ach, hier ist die Verstärkung. Lithium und Titan. Damit können wir den Rumpf verstärken. Das sollten wir vielleicht erstmal machen, bevor wir hier die Basis weiter ausbauen, ne? Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee, weil ich würde tatsächlich auch mal die Basis ein bisschen ausbauen, dass wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Und, das wäre, glaube ich, jetzt ein guter Ansatz, ne? Pass auf, dann würde ich mal sagen, wir brauchen Lithium und Titan. So, Lithium? Na, also, Lithium, Lithium? Aber ich glaube, davon haben wir sogar noch mehr. Meiner davon haben wir mehr. Hier haben wir noch Titan. Da ist nochmal Blei. So. Ansonsten Lithium können wir ja auch sehr leicht finden. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Wichtig, Technik, organisch, Gestein. Blei, Blei. Haben wir echt nicht so viel Lithium? Und ich habe das Lithium in der letzten Folge, glaube ich, weggeschmissen immer, ne? Ja, super. Egal. Dann lass doch mal gucken, wie sieht denn das aus? Wie konstruiere ich das denn? Ach, das mache ich von außen wahrscheinlich, ne? Das werde ich wahrscheinlich von außen machen, oder? Oder? Okay, hier. Mach das mal. Okay, plus 7 Zündstärke, Basis addiert nur um 9. Alles klar. Würde ich das hier auch nochmal verstärken? Das kann man nur da machen, wo keine Fenster sind. Übrigens. 16 plus haben wir jetzt, ja. Ich will mal gucken, was können wir denn noch so ein Glassegment? Brauchen wir zweimal Glas, ne? Das würde ich mal einmal bauen. Sind wir mal heute mal im Baumodus? Nein. Moment, zweimal Glas. Das haben wir irgendwo. Das finde ich bestimmt. Da ist einmal Glas. Haben wir nochmal irgendwo Glas? Technik? Achso, Technik, weil Technik. Okay, wir müssen das unbedingt hier alles sortieren. Das ist alles mir noch zu viel durcheinander.
Und das alles ein bisschen schöner haben. Hier haben wir kein Glas. Hier ist Technik drin. Wichtig. Hier ist auch nochmal Titan. Ja, nee, Glas haben wir tatsächlich nicht. Warte mal, Glas können wir, glaube ich, herstellen, ne? Glas stellen wir, glaube ich, her, oder? Ja. Mit Pirsch... Pirschezahn? Wo kriege ich denn den Pirschezahn? Ach nee, warte mal. Emailliertes Glas. Nein, normales Glas. Quarz. Hallo. Quarz habe ich doch gesehen. Quarz. 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 Was ein Quarz. Hätte gern Glas, bitte. Ach, zweimal. Okay, wir brauchen zweimal, zweimal Quarz für einmal Glas. Okay, alles klar. Muss man erstmal merken. Die ganzen Rezepte, die muss man sich auch erstmal irgendwie einverleiben. So, pass auf. Das heißt, ich werde jetzt, das kann ich doch wahrscheinlich von hier drin machen, oder? Hier die Glashülle machen. Geht das? Minus 2, also haben wir jetzt 14. Plus 14 haben wir noch. Das ist irgendwie ganz geil. Das feiere ich ein bisschen. So als Durchgang. Ich würde jetzt hier hinten schauen, können wir hier einen größeren Raum hinballern? Scannenraum, Mehrzweckraum, Sonnenraum hätte ich gerne. So einen viereckigen. Fundament. Ja. Außenelemente, Scheinwerfer, lalalala. Bioreaktor, komposiert organisches Material zur Energieerzeugung. Das ist geil. Das können wir auch mal bauen. Das ist, glaube ich, sogar besser, weil die... Ja, obwohl Solar, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich würde das mal gucken. Was brauchen wir dafür? 6x Titan. Das haben wir. Nein. Dann sortieren wir uns mal. Dann machen wir uns mal ein richtiges, vernünftiges Lagersystem. Nehmen das Titan mal mit. Das werden wir jetzt ein bisschen brauchen. Dann bauen wir heute mal ein bisschen. Ich habe da echt Lust drauf, hier auch, wie gesagt, endlich mal hier voranzukommen. So, Scannenraum, Observatorium, ganz toll. So, geht das hier? Geht nicht, weil, warum? Halt, stopp. Geh mal raus. Er hat doch da was gebaut, oder? Er hat doch. Ja, es funktioniert. Tschatsching! Minus 1,3. Plus 12,8 haben wir jetzt. Klug, die Arbeits- und Freizeitbereich voneinander zu trennen, um die Produktivität zu erhöhen. Behandle diesen Platz als dein Zuhause, aber vergiss niemals, dass es was... Ja! Lagerraum! Juhu! So, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich würde das einmal... Wie machen wir das denn? Ich würde das einmal alles mitnehmen. Ich hoffe, das geht alles. Wahrscheinlich nicht, ne? Boah, so gerade eben. Dekonstruieren. So. Und zwar würde ich hier tatsächlich unseren Lagerraum machen. Richtig schön sortiert. Können wir Glasscheiben hier reinbauen? Warte mal. Fenster. Ja. Zwar nicht alles mit Fenster, aber zumindest so ein bisschen, oder? Damit man wenigstens so ein bisschen rausgucken kann. So, hier und hier, würde ich jetzt sagen. Ach, wir brauchen Glas, okay. Kein Problem. Dazu brauchen wir... Was war denn das nochmal? Ah ja, Quarz. Zweimal Quarz gibt einmal Glas. So, stellen wir zweimal Glas her. So, nochmal. Sehr schön. So. Also, hätte ich jetzt gern da noch eine Glasscheibe. Hallo? Glas? Da kann ich nicht. Warum nicht? Da. Nur da, wo ich haben will. Da, hä? Warte mal. Ach, da habe ich ja schon gebaut. Entschuldigung. So. Ah, schön. Da kann man jetzt auch mal rausgucken. Das finde ich irgendwie ganz geil. So, dann machen wir die Wände, klatschen wir voll mit Lager. So, erstmal. Es gibt ja auch größeren Spind, ne? Quarz und zweimal Titan. Warte mal. Wie gut, dass der Flexi in der Zukunft so ein bisschen gesammelt hatte. Haben wir auch noch Titan? Ja, haben wir noch. So, ein großer Spind. Ach, der kommt... Ah, okay, der wird nicht an der Wand platziert, der wird hingestellt. Okay. Dann würde ich die mal... Das ist ja eigentlich praktisch, oder? Hier vielleicht?
Ja. Mach mal. Das ist ja geil. Öffnen. Oh, Ehre. Das ist ja richtig gut. Das ist richtig, richtig. Kann ich den auch beschriften? Ah, ich kann... Okay, Moment. Ich will mal was ausprobieren. Was ist, wenn ich jetzt das Blei da reinpacke? Ich packe jetzt alles mal da rein. Ja gut, mein Messer vielleicht nicht. Okay, man sieht da aber gar nichts. Das ist ein bisschen blöd. Man kann ihn nicht beschriften, ne? Wie klein konnte man beschriften? Das ist ein bisschen... Das ist nicht so... Spind öffnen, leer? Achso. Schade. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie... Schilder oder so? Barium... Schild, hier, Kupferdraht. Lul. Das muss ich auch noch extra machen. Unglaublich. Kupferdraht. Okay, zweimal Kupfererz. Gold, Kupfererz. Nochmal, nee, Gold, Gold, Gold. Kupfererz. Ich weiß, wird so langsam voll, unser Inventar, aber das wird uns gleich, glaube ich, zugutekommen, da wir hier alles aufräumen und hier auch ein bisschen mehr Platz haben. Ich würde das alles noch ein bisschen strukturierter angehen. So, warte mal, wie baue ich denn jetzt ein Schild? So. Ach so, dran machen kann ich es nicht, aber da drüber. So, dann machen wir hier... Na. Nein. Alter. Sag mal... Schild konstruieren kann ich nicht, weil er dann immer den Schmied öffnen. Ich kann das Schild nicht konstruieren. So, jetzt. Schild? Nein. Nein. Okay, ich hätte es vielleicht ein bisschen höher positionieren sollen. Dann machen wir hier Titan. Machen wir hier Titan rein, okay? So, dann machen wir den nächsten daneben. Dass man das nicht... Mal gucken, muss ich mir mal überlegen, ob ich das... Halte ich das so bei mit dem Schild? Vielleicht ein bisschen höher, oder? Nein, dann kann ich es trotzdem nicht... Oh. Du kannst nicht konst... Warte mal. Mach's mal höher, vielleicht geht's dann besser. Ja, da geht's besser. Okay. Schild. Schild. Nein. Okay. Was habe ich gesagt? Titan. Titan. Titan, Titan, sprach der Hahn. So. Achso, wir brauchen Kupferdraht, ne? Für Schild. Entschuldigung. Habe ich vergessen. So, dann haben wir das. Da machen wir da oben auch nochmal ein Schild. So. Weiß auch noch nicht genau, was wir da reintun. Ich guck mal eben. Da können wir zum Beispiel... Was machen wir denn da? Sollen wir Silbererz da reintun? Oder Blei? Und wir machen mal Silbererz da rein. Silbererz. Okay. Silbererz. Kann ich da noch was auswählen? Achso, mit Rahmen oder ohne Rahmen. Das ist ja geil. Oder schwarz. Oder... Was heißen die Pfeile? Ach, größer kann ich es auch. Alter, wie geil ist das denn bitte? Okay, gut. Ja, das finde ich super.
Da kann ich das auch lesen als alter Mann. Ach, das sind Pfeile für Dings. Ah, damit man weiß, wo was drin ist. Das ist ja supi. Das kann ich jetzt hier so markieren und kann dann sagen, ah, da unten ist Titan, da ist Silbererz. Das ist ja geil. Lol. Okay, ich hätte es gerne in... Ach, man kann es sogar in verschiedenen Farben. Das ist ja witzig. Aber ich glaube, weiß reicht erstmal fürs Erste. So, dann geht's weiter. Machen wir den nächsten Spind. Ich hoffe, wir kriegen den hier hin. Okay. Okay, das wird tricky. Kann ich den... Ja, so passt er leider nicht, ne? Schade. Das ist ein bisschen blöd, das... Da kommt er jetzt hin, ist mir egal. Ja, nicht ganz perfekt, aber das passt schon. So, wir haben keinen Kupferdraht, ne? Machen wir Blei hier rein. Blei kommt... Blei kommt dann da rein. Eine Essenskiste müssen wir übrigens auch machen, ne? Fällt mir gerade ein. Können wir ja mal hierhin machen, Essen. Oder beziehungsweise nicht vors Fenster, aber hier so. Hallo? Was hat er denn? Ich hätte den schon gerne an der Wand. Okay, dann halt dahin. So, dann machen wir hier Essen rein, ja? Ja, ja. Bin gerade dabei. So, das ist der, den Nahrungsschwamm. Wir haben sogar noch Wasser. Desinfiziertes Wasser. Keimfrei sogar. Überleg mal. Das können wir sogar mal eben essen oder beziehungsweise trinken. Vital signs stabilizing. Und der Nährstoffblock. So, dann können wir ja... wo bin ich jetzt? Und theoretischerweise die Essenskiste schon mal dekonstruieren. So, das nehmen wir mit. Titan. So, violette Tafel, keine Ahnung. Eine antike, fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Bin mal gespannt, was das alles ist. Ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal hier das ganze Titan da rein. 2, 3 würde ich, glaube ich, behalten erstmal. So, Silbererz. Haben wir davon noch irgendwas rumfliegen? So, Blei, Salzablagerung, Gold, Blei nehmen wir mit. Hatten wir, glaube ich, auch schon eine Kiste, ne? Quarz können wir auch mal eine Kiste erstellen. Auch nochmal Titan. Ah, hier ist Aufrucht. Minusnaren. Okay, verfault, verfault. Die kann ich mal entsorgen. Das ist alles verfault. Silbererz. So, ein Kühlschrank wäre echt nice. So, Titan. Titan haben wir echt viel. So, Silbererz war hier. Und hier war, glaube ich, das Quarz, ne? Nee, Blei. Da ist Blei. Quarz müssen wir noch eine Kiste machen. Das können wir mal eben machen. Können wir daneben noch eine? Mit Sicherheit, ne? Oder? Ah, ernsthaft? Okay, warte. Da müssen wir den anders positionieren. Na komm schon. Na komm. Das kriegen wir doch hin, oder? Na komm. Ich glaube, das ist hier so, weil das mit dem Boden, glaube ich, hier so ist. Könnte mir vorstellen. Ja, das geht, glaube ich, nicht mit dem anderen Spind. Ich glaube, wir kriegen hier keinen mehr hin. Schade eigentlich. Würde so gut hier hinpassen. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Naja, egal.
Genau, Blei. Und dann würde ich hier das Quarz reinpacken. Pack mal erstmal einen rein, damit ich weiß, was da drin ist, weil wir müssen ja auch noch Kupfererz farmen. So, Gestein. Gold. Dann kann das ja schon mal weg. Spind nicht leer? Was? Ach so. Ja, jetzt aber. Ich entsorge das mal eben. Fachmännisch und sehr umweltfreundlich. So. Ihr habt nichts gesehen. Welcome aboard, Captain. Ihr habt nichts gesehen. So, werde ich das auch nochmal eben entsorgen. Ich tropfe. Immerhin. So, nein. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. So, dann haben wir die Autos schon mal wieder ein bisschen Platz. Hier ist auch nochmal Technik. Auch nochmal mitnehmen. Dann kann der auch weg. Sehr schön. So. Bam, 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 bam.